Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Jan Erik. Heute zum zweiten Mal in dieser Runde. Wir haben das offiziell ja vor 1,5 Jahren das erste Mal gemacht, ungefähr, dass wir uns getroffen haben. Wie hat sich das ganze Thema Kundenmanagement, Organisation, Veränderung von Zusammenarbeit, Holokratie, Soziokratie, Stichwort von Jan Erik, was ich glaube ich nie mehr vergessen werde, ist Gestalten statt Verwalten. Strukturen aufzubauen. Dann haben wir gesagt, heute, jetzt im neuen Jahr, dass wir da uns nochmal so ein Review geben, beziehungsweise auch einen Ausblick geben, wo stehen diese Themen, aber vor allem auch an dich, Tobias, so ein bisschen einen Schulterblick zu bekommen. Ihr seid jetzt fast zwei Jahre, ja nicht fast, ihr seid jetzt 2 Jahre diesen Weg gegangen. Und wo steht ihr heute? Was sind so die Learnings? Das ist so in aller Kürze das Ziel der heutigen Gesprächsrunde. Und von daher würde ich gerne einsteigen mit einer ersten eher allgemeinen Frage. Was hat sich denn so allgemein in den letzten 12 Monaten zu diesem Thema organisatorische Veränderungen getan? Was habt ihr gespürt oder habt ihr vielleicht auch nicht viel gespürt? Das kann auch sein. Also Jan-Erik, ich würde gerne bei dir vielleicht mal beginnen. Du hast ja da als Professor vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blick über den Markt. Was ist da so dein Eindruck? Vielleicht so in ein, 2 Minuten mal einen Rückblick. Ja, wir merken in unseren Projekten, wir haben ja einige solche ja, angewandte Forschungsprojekte, wo wir uns die Thematik vor allem rund um Kundenzentrierung natürlich engagieren, viel Kontakt auch mit Unternehmen und merken, dass es rumort. Also es ist, dass man auch merkt, in Unternehmen anmerkt, dass in Reaktion auf den Umständen, in denen wir nun mal sind, dass auch nach innen geschaut wird, nicht nur nach außen geschaut, sondern auch nach innen geschaut wird von, hey, sind wir auch optimal aufgestellt? Also wir haben mit einigen Unternehmen Kontakt, die immer mehr auch dann der Überzeugung werden, dass sie mit dem Stichwort, ne, dass sie sich selber auch gestalten müssen, kontinuierlich, um mit den verändernden Umständen zurechtzukommen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel ressourcenkritisch vorgehen muss und aufpassen muss, dass man sich nicht verliert, dass man vielleicht Dinge strafen muss, dann bedeutet das auch eine Veränderung im Innern. Und ich glaube, da erkenne ich schon, dass viele Unternehmen an ihren Grenzen stoßen, dass sie einfach nicht wissen, hey, wie kann ich das noch mit dem bestehenden Organismus oder der Organisation machen? Oder muss ich vielleicht doch noch weitergehen? Und ich glaube, da fehlt vielen so ein bisschen der Mut und aber auch so der Impuls. Also ich beobachte auch, dass manchmal es dann doch abgeblockt wird. Also entweder von den höheren Strukturen oder von den Leitungsstrukturen, die dann vor allem Mittelmanagern, aus denen der meiste Impuls kommt, dann sagt, nee, nee, also ist jetzt zu unsicher, machen wir nicht, warten wir ab. Also es brodelt so ein bisschen unter der Oberfläche, würde ich sagen. Das ist meine Beobachtung. Aber noch verhalten. Also ich glaube, da muss noch irgendwie so eine Art von ja, Impuls Muss noch passieren. der letzte Tropfen dann Ja, sozusagen irgendwie, reinfallen. ja, ich denke schon. Ja. Tobias, wie ist da bei dir die Wahrnehmung? Ich meine, letztendlich, du kennst ja auch viele Leute, kommst in viele Firmen. Was ist da so dein Eindruck auch gespiegelt? Also was ich halt gemerkt habe, ist, also du hast ja schon richtig gesagt, Georg, wir beschäftigen uns seit ja, knapp 2 Jahren mit dem Thema. Das erste Jahr war ja sehr viel Ideenfindung, wie kann es gehen, welche Framework gibt es. Also das war ja wirklich geprägt von, was könnten zu Adito passen. Und das zweite Jahr, also sprich 2022, war ja ganz stark dieses Transformationsjahr, wo wir wirklich sozusagen unsere Organisation in die neue Struktur, in die neue Denkweise gebracht haben. Und in der Zeit haben wir angefangen, auch sehr viel darüber zu publizieren, auch auf LinkedIn, wo stehen wir, was haben wir gemacht, warum tun wir das Ganze, für was haben wir uns entschieden. Und da habe ich einen extrem hohen Zuspruch gemerkt. Also ich glaube, ich war mittlerweile in fast 10 verschiedenen Firmen auch als Gastspeaker eingeladen, wo ich über unsere Transformation, über die Art und Weise, wie wir es angepackt haben, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze gesprochen habe. Und da habe ich schon gemerkt, das Momentum ist da. Also das Interesse für dieses Thema, ich glaube, wenn man das vor 4, 5 Jahren gemacht hätte, dann wäre man quasi ein kompletter Exot gewesen. Ja? Jetzt ist es ein Trendthema, wir sind halt sehr, sehr früh dran, aber es gibt viele Unternehmen, die da Interesse haben. Was ich halt aber auch feststelle, ist, dass über dieses erste Interesse, und ja, in die Richtung möchten wir auch gehen, es kommt noch kein Zug mit rein. Also es ist schon so, dass dann ein bisschen ähnlich an, wie du gesagt hast, da ist Interesse da, man merkt, man muss was tun, aber es gibt dann unterschiedlichste Gründe, warum es vielleicht gerade nicht geht. Ja, das mag wirtschaftliche Gründe haben, das mag Projektgründe haben, das mag vielleicht auch Managementgründe haben. Da gibt es wirklich verschiedenste. Und bisher merke ich nicht, dass da
so der nächste Schwung passiert ist, weil das einer sagt, jawohl, das packe ich jetzt auch an. Was ich aber schon merke, und das finde ich super gut, bei diesen Frameworks ist es so, dass man nicht immer die ganze Klaviatur nehmen müsste, ja, sondern es gibt ja Meeting, Kultur, Denkweisen, wie man crossfunktional zusammenarbeiten kann, da gibt es ja verschiedenste Bausteine. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass Unternehmen anfangen, sich einzelne Teilaspekte davon zu picken und sagen, lass uns doch mal vorsichtig mit einem anfangen und probieren wir zum Beispiel die Meetingkultur dadurch zu ändern. Das merke ich schon. Und das finde ich ja relativ spannend, dass da dementsprechend viel Aufmerksamkeit eigentlich in der letzten Zeit dadurch auch erzeugt worden ist. Ja. Also ich kann nur auch noch ergänzen, also ich glaube auch, da ich das Thema auch schon seit 1993 sozusagen im Hinterkopf habe, gespielt, würde ich jetzt mal sagen, seit 5, 6 Jahren in den Vordergrund versuche zu bringen, also es bleibt nach wie vor ein missionarischer Ansatz. Ich habe ja im Vorgespräch habe ich auch gesagt, vor einem Dreivierteljahr war das German CRM Forum im März 2022, was sich jetzt ja demnächst wieder mal stattfinden wird. Aber wie gesagt, letztes Jahr war ich überrascht, dass durchaus fast in 4, 5, 6 Vorträgen gefühlt dieses Thema zumindest eine Rolle spielt, wie kann Vertrieb und Marketing besser zusammenzuarbeiten, dass man entsprechend diese Silo-Denke mal auch wirklich auflöst und das auch offen angesprochen hat. Das ist eben das, was ich durchaus überraschend fand. Ich beobachte natürlich deine LinkedIn-Postings auch, Tobias, insofern sehe ich auch tatsächlich, da ist durchaus heiße Diskussionskultur da. Und was ich immer wieder höre, egal ob das jetzt Anne Schüller ist, ob das jetzt der Björn Sorge ist, ob das jetzt verschiedene andere Leute sind, der Joachim, der amerikanische Professor, da gibt es so viele, die alle immer sagen, aber im Ende fehlt es ein bisschen am Mut. Ich glaube, das ist so das, was man mitnehmen kann, oder umgekehrt, der Leidensdruck ist vielleicht noch nicht hoch genug. Schauen wir mal, wie wir den gestalten können, diesen Leidensdruck, weil letztendlich es muss ja nicht gewartet werden, bis Leidensdruck da ist, sondern es sollte ja eigentlich, so wie du es gesagt hast, Tobias, begonnen werden mit einem Use Case, mit einem Beispiel, mit einem, sei es die Meetingkultur, und dann zu lernen und dann daraus zu entwickeln, weil immer dann, wenn es richtig wehtut, was zu machen, ist eigentlich eher das Unspannendste, aber gut. Und vor allem dann wirklich den größeren Turnaround zu machen. Also ja, wie gesagt, unsere Transformation dauert ja auch 2 Jahre. Wir werden auch später einmal drüber reden, wie weit wir sind. Wir sind tatsächlich extrem weit gekommen in den 2 Jahren auch. Aber das braucht natürlich Zeit, das braucht Ressource. Und das, wenn der Leidensdruck oder der Schmerz sehr, sehr hoch ist, dann kann es ja nur ein extrem radikaler Schnitt sein mit vielen Einbrüchen, die wollen wir ja nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich dieses Iterative und auch in guten Zeiten anfangen viel, viel besser und viel, viel wichtiger, wie wenn der Leidensdruck hoch ist, dann eine organisatorische Veränderung in dem Ausmaß vorzunehmen, halte ich für extrem gewagt. Also von daher vielleicht noch einen ergänzenden Satz, den ich mitgenommen habe, ist in der Webkonferenz im November war das, glaube ich, da haben wir über Kundenwert diskutiert. Und der Markus Wippen von CrossEngage zum Beispiel und auch noch 2, 3 andere haben eben auch gesagt, also das Thema bekommt jetzt auch immer mehr Wichtigkeit, und dadurch, dass Kundenwert wiederum in den Fokus kommt, bekommt auch diese Art der Zusammenarbeit aus der Sicht nochmal einen Kick. Aber auch er sagt, ich will nicht sagen jammern, aber er sagt auch, es müsste eigentlich viel mehr in der Hinsicht gemacht werden, aber schauen wir mal. Also das ist so vielleicht mein kleiner kurzer Rückblick bzw. Ausblick zu den eher allgemeinen Themen.